Den Michel, den kennt man ja, wenn man irgendwann in seinem Leben mit Briefmarken zu tun hatte oder das heute auch noch hat. Und der hat eben einen ganz spannenden Digitalisierungsprozess durchlaufen. Und ich weiß, dass Herr Hohenester uns da vielleicht erstmal ein bisschen was dazu berichten kann. Was hat es da genau damit auf sich und ja, wo steht der Michel online heute? Ja, vielen Dank. Ja, also der erste Michel kam 1909, 1910, kurz vor Weihnachten auf den Markt. Damals hat der Hugo Michel, der war Briefmarkenhändler und hat den ersten Michel dann kurz vor Weihnachten, war auch ein Marketingmensch, der hat den da kurz vor Weihnachten veröffentlicht. Und wie Sie gerade gesagt haben, jeder kennt Michel. Das ist ganz klar. Jeder Sammler, auch weltweit, sind wir da sehr bekannt. Und auch viele Menschen, die jetzt nicht unbedingt was mit Philatelie zu tun haben, Michel, das haben sie irgendwo mal gehört. Na, das kennt man. Ja, und wir bieten also Sammlern, Händlern und Auktionatoren alle wichtigen Informationen über Preise, über Fälschungen, über alles Mögliche, was da so in der Philatelie passiert. Also gerade im Fälschungsbereich ist ja ziemlich viel los. Und das beobachtet unser 13-köpfiges Redaktionsteam. Weltweit schauen die da ständig nach und filtern die Informationen und bringen das eben dann in den Michel rein. Ja, jetzt hat Corona natürlich auch uns getroffen, ganz erheblich, weil das auf der einen positiv ist, dass das normale Briefmarkensammeln, also was, wo es nicht um die teuren Werte geht, das hat ein bisschen einen leichten Zug gekriegt, weil hat die Leute gesagt haben, meist sind wir daheim, ja, ich habe doch meine Briefmarkensammlung, dann kann ich mich damit beschäftigen. Negativ ist einfach, dass es viele Briefmarkenhändler gibt, und zwar ganz viele, die haben ihre Läden definitiv geschlossen und die machen die auch nicht mehr auf. Und weil die sind alle schon älter gewesen, und wenn ihnen da so von heute auf morgen der Markt wegbricht, dann müssen sie natürlich reagieren. Und gut, mit dem schrumpfenden Markt haben wir schon seit vielen Jahren zu tun. Das kennen wir, und deswegen habe ich schon vor 20 Jahren, habe ich damals die Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir sollten einen Michel Online starten. Und das habe ich dann mit zwei externen Programmierern damals gemacht. Und am Anfang war es kostenlos, da hat man 10.000 User. Und ich bin dann in Urlaub gefahren und habe gesagt zu meiner Vertriebsleiterin, wenn wir 1.000, da habe ich gesagt, okay, ab so und so vielten kostet das was. Und habe ich gesagt, wenn wir 1.000 Abonnenten haben, dann machen wir eine Flasche Sekt auf. Und ich bin in der Früh um 10 weggefahren und die hat mich um 2 angerufen und gesagt, Herr Honester, wir haben die ersten 1.000. Also das war wirklich ganz toll. Und ja, die Sammler können auf diesen Online eben von überall zugreifen, auch übers Handy, über iPad und Tablets und so weiter. Und ich kann da also nach Motiven suchen, oder auch nach Volltexten suchen. Ich habe übrigens gestern mal mir das den Spaß gemacht und habe mal gesagt, ich suche mal Buchmesse. Und dann dauert es 3 Sekunden, da werden 800.000 Briefmarken durchsucht. Und dann haben sie also 48 Briefmarken gefunden zum Thema Buchmesse. Und das kann man dann noch verfeinern oder auch nicht. Und dann sagt man, okay, diese Liste, die kann ich dann weitermachen. Aber da komme ich später noch dazu. Ja, wir hatten jetzt auch früher schon eine Datenbank, die war sehr textlastig, sehr textorientiert. Und dann sind die Bücher alle mit Quark Express praktisch manuell nachgearbeitet worden. Das war natürlich sehr, sehr teuer. Und unser Ziel heute ist natürlich Kosteneinsparung, klar, auch aus Corona-Gründen. Wir haben, obwohl wir das ja vor 3, 4 Jahren noch nicht gewusst haben, eine neue Datenbank in Auftrag gegeben. Die ist verbunden mit einem automatisierten Layout-Programm. Das heißt, also diese Reihe, das sind 14 Bände, 2 sind gerade noch im Druck, die sind jetzt vollautomatisiert unterbrochen worden. Damit fällt also überhaupt kein Satz mehr an. Ja, das ist natürlich total genial. Und im nächsten Jahr werden wir weitere Bücher mit der Software erstellen. Und diese Software gibt uns auch die Möglichkeit, in Verbindung mit unserem Online ganz neue Welten zu eröffnen, weil sie eben sagen, ja, Mensch, Buchmesse, zack, nehme ich. Ich nehme ab die 48 Seiten, 48 Briefmarken, das sind ungefähr 48 durch 6 sind, was weiß ich, 7 Seiten, ja.
Und dann kann ich die an Michel schicken und dann macht Michel daraus ein kleines Buch für den Sammler. Also bei 48 Briefmarken lohnt sich das vielleicht nicht, aber wenn es mehr sind, dann kann man das natürlich ganz toll machen. Und wir haben also viele Kunden, die so im Schnitt Bücher, im Schnitt von 100 Seiten Umfang sich erzeugen, durch für ganz total kreative Themenbereiche und Motive, auf die wir normal nie gekommen wären. Also es ist wirklich super. Und diese Datenbank eröffnet uns also einmal diesen ganz individualisierten Bereich und dann natürlich auch das Thema Übersetzung. Ja? Weil wir haben also schon vor Jahren mal versucht, Kataloge zu übersetzen. Das ist aber sehr fachspezifischer Text in unseren Werken. Und wir haben das auch mal mit einem Textübersetzungsprogramm gemacht damals. Da hat er aber Baden-Baden in Swim Swim übersetzt. Und allein da sehen Sie, dass man da also damals jedenfalls nicht richtig weitergekommen ist. Jetzt haben wir uns letztes Jahr überlegt, wir wollen eine neue Datenbankstruktur, Übersetzungstechnik, uns entwickeln lassen. Das haben wir auch gemacht. Die ist auch fertig geworden. Und jetzt können wir mit dieser Software automatisch, wirklich vollautomatisch, unseren gesamten Michel-Content, das sind rund 1 Million Briefmarken mit allen Abarten und so, automatisiert übersetzen. Und dann haben wir letztes Jahr einen Schritt dazu noch gemacht, denn wir haben natürlich auch einen Online-Redakteur eingestellt, der dann, weil der Computer allein kann, das zwar, er kann es übersetzen, aber es muss einfach nochmal einer drüber schauen. Es sind so viele Stellen, wo komplizierte Texte sind mit komplizierten fachspezifischen Wörtern, das kann nur ein Redakteur übersetzen. Also ist einer in dem 13-köpfigen Team dafür vorgesehen, der macht also nur das. Und der kümmert sich dann auch um die Inhalte, die dann wiederum ins Printprodukt kommen. Weil wenn ich den englischen Text habe, in der Datenbank habe ich sie einmal online, den Text. Und ich kann natürlich auch den gleichen Text in ein Printprodukt reinnehmen. Also kommen jetzt dann demnächst Bücher für Deutsches Reich, DDR, Bundesrepublik und so weiter. Alles auf Englisch übersetzt auf den Markt in einer neueren Auflage. Wir haben das schon mal vor Jahren gemacht, aber das war natürlich mit einem Native Speaker übersetzt worden. Ja, und auf diesen internationalen Markt, Sie können ja nicht einfach sagen, jetzt mache ich mal, ich übersetze mal ein Buch, weil ich meine, dass sich das verkaufen lässt. Man muss das ja schon ein bisschen analysieren und der Kernmarkt in Deutschland ist so rund 500.000 Sammler, also die Kernzielgruppe, die Randzielgruppe, das sind dann so 1 bis 1,5 Millionen. Im deutschsprachigen Land sind es Kernzielgruppe etwa 100.000 und insgesamt 400.000. So, und der internationale Markt ist was ganz anderes, ja, weil wir haben mal den Markt analysiert. Wo sitzen denn englischsprachige Sammler? Die sitzen natürlich überall in der Welt. Und dann haben wir gesagt, okay, wie viel sind es? Haben da verschiedene Analysen gemacht, um an diese Zahlen dann hinzukommen. Und haben dann festgestellt, es sind circa mindestens 5 Millionen Sammler. Mit allen Randzielgruppen sind es über 20 Millionen. Allein in China gibt es 15 Millionen Sammler. Und aus diesen 5 Millionen, wir werden ja nicht alle 5 Millionen für unseren Online-Bereich erreichen, aber wir haben uns gesagt, naja, wenn wir da 0,1% schaffen, dann sind wir bei 5.000 Sammler und das ist schon eine enorme Zielgruppe und dafür lohnt es sich auf jeden Fall, an diese Zielgruppe heranzugehen. Und das war dann praktisch der letztes Jahr der Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen auf jeden Fall uns da international aufstellen. Und deswegen haben wir auch den Online-Redakteur dann eingestellt. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt. Ja, ja und letztes Jahr sind wir durch unsere strategischen Überlegungen ja auch geehrt worden, einen deutschen Verlagspreis gewonnen und vor kurzem den Sales Award. Und ja, da sind wir natürlich sehr, sehr stolz darauf. Ne? Ja, das so zu dem ganzen Thema. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Corona. Ich habe es ja vorher gesagt, das Alter der Briefmarkensammler ist sehr hoch. Der Händler ist sehr hoch. Und wie gesagt, die geben alle ihre Geschäfte auf. Das heißt, für uns kam dann ist neben dieser strategischen Überlegungen, ja Mensch, wir müssen unseren Content auf die Reihe kriegen, wir müssen ihn übersetzen, ja, wir müssen ihn auch verkaufen natürlich. Ne? Und da, wir haben das zwar schon im Direktsale schon gehabt, aber Sie müssen dann von heute auf morgen einfach noch mehr umschalten und müssen sagen, ja, das hat uns natürlich schon ziemlich gebeutelt.
Dazu kam dann noch der Workflow, den wir hier im Verlag ändern mussten, mit Homeoffice, Arbeitsplätzen, wie kommen die Briefmarken zum Redakteur nach Hause, also damit er die katalogisieren kann, weil er das Original braucht. Also das sind alles so Dinge, die natürlich schwierig waren zu handeln. Aber klingt so, als wären Sie jetzt wieder gut im Flow. Ja, das sind wir auch. Ja, das sind wir. Genau, also vielen Dank für die Ausführungen. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Genau, und das zeigt wieder so ein bisschen, eine erfolgreiche Digitalstrategie nimmt dann Print auch irgendwie mit und hilft da auch. Ja, genau. Wirklich gut weiter auszubauen. Und ich nehme, eigentlich ist jetzt der Michel Online die Basis Ihres Geschäfts, oder? Kann man das so sagen? Er entwickelt sich sehr, sehr gut dorthin. Er ist noch nicht die Basis. Also wir haben schon noch mehr Printverkäufe, aber das Online-Geschäft wächst exponentiell. Und was wir auch feststellen, viele Kunden nutzen beides. Also der nutzt es den Online und da hat er aber auch noch den Spezialkatalog, den wir noch nicht online anbieten können. Das ist noch sehr technisch sehr schwierig, einfach aufgrund der Fülle der Informationen. Und aber der macht sich dann eben seinen Spezialkatalog für, was weiß ich, Badminton, Tennis, Tischtennis und so und sagt, ja, dann, den habe ich dann da drin, weil da gehe ich dann, wenn mal wieder eine Messe stattfindet, dann geht er da hin und kauft dann natürlich dann auch seine Briefmarken ein oder er geht da jetzt auch nicht zum Sammlertausch und legt das Buch dann dahin. Da war mal einer, der hat sich einen Katalog machen lassen, DDR, es war noch ein Spezialgebiet dabei, das waren glaube ich so 500 Seiten, 600 Seiten. Das Buch hat fast 300 Euro gekostet und vorne stand dann sein Name drauf. Ja, und dann ist er da zum seinem Briefmarkentauschabend hingegangen, das hat er uns dann berichtet. Und dann hat er da sein Buch hingelegt und dann hat die andere gesagt, was hast denn du da? Das ist ja Wahnsinn. Da steht ja dein Name drauf. Das ist ja, oh, boah, das ist ja Wahnsinn. Da hat er natürlich einen Mordseindruck gemacht damit. Ja. Also auch das spielt natürlich eine große Rolle. Oder auch für mich selber, also ich sammle jetzt nicht so intensiv, weil ich beschäftige mich jeden Tag zwischen 8 und 10 Stunden mit Philatelie, da mache ich am Abend was anderes. Ich mache wahnsinnig viel Musik, spiele Saxophon, Jazz-Saxophon in der Big Band und so. Naja, und dann habe ich halt mal spaßeshalber gesagt, okay, ich suche mal Jazz auf Briefmarken. Und dann, das fesselt einen dann. Ne? Dann hat man, ja, Mensch, der ist ja dabei. Ah, da gibt es doch noch den. Gibt es denn da keine Marke? Und dann muss man den anders suchen. Und dann kann man dann seine Liste ergänzen und vervollständigen. Ja, und dann kann ich da bei Michel dann mein Buch machen lassen. Und das ist einfach genial. Ne? Das ist wirklich toll. Ja. Gut zu wissen. Also meine Nichte, die ist 10, die hat sich zum Geburtstag ein Briefmarkenalbum gewünscht. Ja, dann ist das super. Das ist ja toll. Ja. Auf welche Bilder sie am stärksten fliegt und vielleicht. Genau. Dann laufen aber die beiden Themen noch getrennt, jetzt so vom Arbeitsprozess her im Verlag, Print und Online, oder ist das was? Nein, das ist inzwischen, also früher war das so sehr in der IT, im IT-Team bei uns angesiedelt, aber inzwischen haben wir das so in die Redaktion integriert, dass jeder Redakteur also nicht nur für Print denkt, sondern auch für den Online und auch, es ist also nicht nur so, dass nur der Online-Redakteur jetzt dafür zuständig ist und sagen, hey, das machst du, sondern jeder denkt einfach dran und wir müssen immer in beiden Welten auch denken, ist technisch noch ein bisschen aufwendig, weil man natürlich wahnsinnig viele Schnittstellen beachten muss bei der Geschichte, aber es hat sich sehr gut etabliert in den Köpfen der Mitarbeiter, ja. Das ist wirklich toll. Ja, schön. Und was wären dann so die nächsten großen Schritte, die Sie vorhaben mit dem Michel Online? Ja, also die nächsten großen Schritte ist also immer noch so das Thema Übersetzung, weil wir da, wir sind so zu 90% beim ersten Buch fertig und die letzten 10% kosten richtig Arbeit. Das ist halt, wenn man so Projekte dann startet, denkt man sich, ja Mensch, das geht ja alles, kommt ja alles raus, da ist doch alles Englisch. Und dann hat man das dem Redakteur schon vor einem halben Jahr, ja, haben wir das dann, oder ein Dreivierteljahr, dem Redakteur dann zum Lesen gegeben und hat gesagt, ja, da fehlt ja die Hälfte.
Das ist ja das und das und das, das fehlt ja alles. Warum ist das nicht da? So, und dann kommen sie ins Grübeln, Mensch, das ist ja nicht in der Datenbank, das muss man da herholen oder das ist da noch und so. Und dann kommen diese Schwierigkeiten, die sie dann lösen müssen. Die haben wir jetzt auch fast gelöst, noch nicht ganz, aber wir sind also in etwa 4 Wochen, hoffe ich, dass wir es endlich haben. Was dann auch wiederum für unseren Online sehr große Vorteile hat, weil der wird stark verbessert demnächst. Also kommt praktisch, wir machen 14-tägig ein Update von dem Online. Das ist natürlich auch toll für den Sammler, weil er 14-tägig die ganzen Neuheiten, die wir katalogisiert haben, die hat er alle 14 Tage dann in der Datenbank. Und die Informationen zu jeder Marke werden immer detaillierter. Und der Schritt, der uns jetzt am Herzen liegt, ist eben, ja, wie können wir diesen gesamten Content verkaufen, um eben dann in Amerika vor allem, das heißt einfach ein großer Markt, an die Sammler ranzukommen und den Sammlern das auch vernünftig anbieten zu können. Wir haben im Moment ungefähr 15% unserer User sind englischsprachig im Online-Bereich und das wollen wir ganz stark ausbauen. Das ist der Schritt. Und der andere ganz große Schritt ist, dass wir in dem Online-Bereich dem Sammler noch mehr Tools anbieten wollen, mit denen er arbeiten kann. Also wir haben so eine, die ist auch schon, ich glaube, 30 Jahre alt, eine Software, heißt Michelsoft. Da kann der Sammler so, wenn Sie ein bisschen sammeln, dann sagen Sie, ja, Mensch, die eine Marke fehlt, die habe ich und oh, die habe ich doppelt. Also machen Sie eine Fehlliste, eine Bestandsliste und eine Dublettenliste. Und das können Sie mit der Software machen. Und haben Sie auch die Daten dazu und die Abbildungen dazu. Na, okay, toll. Aber das alles softwaretechnisch ständig auf dem Stand zu halten, ist kostenintensiv. Und wir haben natürlich auch da das Ziel, diese Funktionen in den Online reinzukriegen. Das heißt, der Kunde kann sich dann im Online-Bereich seine Fehlliste drucken, seine Bestandsliste, Dublettenliste und diese ganzen Features. Und das wollen wir demnächst angehen. Mhm. Ja. Spannend. Ja, es ist also eine Mitarbeiterin hat mich letztens habe ich so mit ihr geredet, die ist noch nicht so lange da. Und ich sagte, ja, also ob sie sich wohlfühlt und so. Wir haben sehr viele junge Mitarbeiter inzwischen im Verlag. Also auch das ist, ich glaube, über die Hälfte unserer Mitarbeiter ist so um die 30, 35. Und die Älteren haben auch noch, wir haben einen, der ist über 80, der arbeitet immer noch 2 Tage bei uns und der bringt halt sein Wissen an die Jungen weiter und die nehmen das auch sehr gerne an. Und dann sagt sie mir, naja, sie hat ein bisschen, bin ich gefragt worden, Mensch, wo arbeitest du denn? So sage ich, ja, bei Michel, die machen Briefmarkenkataloge. Briefmarkenkataloge? Ist ja ätzend, das macht doch, das sammelt doch kein Mensch mehr. Also, und man sieht, dass man eben mit der Technik und so das total spannend aufbereiten kann und dann ist das eine super Geschichte. Ne? Mhm. Ja, ja, schön. Auch der Vorteil an so einem traditionellen Thema. Ich meine, wenn man jetzt Kinder-Apps entwickelt oder so, da hat man wahrscheinlich keinen 80-jährigen Mitarbeiter, der von früher erzählen kann. Ja. Also das ist auch ja, ein ganz guter Schatz, den man da mittragen kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Tradition trifft digital. Genau. Wo sitzen Sie nochmal in Bayern? Wo ist der Standort? Wir sitzen bei München, in der Standort ist Germering. Germering, ah ja, richtig, da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Und das ist ja Schwaneberger Verlag, ne? Oder ja, nicht? Der Verlag heißt Schwaneberger, weil das kommt aus der Geschichte, der Hugo Michel hat den Katalog erfunden und hat ihn dann verkauft an den Verlag des Schwaneberger Albums. Das gab es damals schon, so ein Album. Und der ist dann hat es dann an anderen verkauft. Der hat dann, wir hatten mal eine große Druckerei, die leider nicht mehr existiert. Und der Verleger hat es dann an meinen Großvater verkauft. Und das war, na, ja, der hat es vorher schon drucken lassen bei uns, genau. Schon jahrelang war der Druckauftrag gelaufen. Und ich so, naja, Herr Dr. Hunnes, da wollen Sie das, den Michel kaufen. Und hat mein Großvater gesagt, ja, das ist eine tolle Druckauflage, so, das machen wir natürlich. Ne? Ja, und dann kam damals, das war so Ende der 40er Jahre, kam dann der Verlag zu uns. Und mein Vater hat dann versucht, später im Laufe der Jahre den Namen Schwaneberger zu ersetzen durch Michel als Michel Verlag. Aber dann hätten wir eine Person im Verlag gebraucht, die Michel heißt. Und das hat man nicht. Und naja, aber das, also der, manchmal sage ich auch der Michel Verlag oder wir sind der Herausgeber des Michels und so. Weil Schwaneberger ist es nicht so sexy. Ja, es ist nicht so. Auch nicht so wichtig. Im Vordergrund steht einfach die Marke Michel.